So, und damit geht's weiter mit der nächsten Runde. Wir sind jetzt Level 120 mit 99%, das war im letzten schon. Ich habe jetzt endlich mal die restlichen paar Teile gefunden vom Twilight Set. Hier die Gowns und die Boots. Appen erwecken wird halt wirklich sauteuer. Jetzt müssen wir ganz kurz schon mal zum Tower. Und wir haben direkt Level 60 Master. Ich habe einiges offscreen gefarmt, ich habe ein bisschen was im Shop drin und so, aber es ist wirklich... Ich weiß nicht warum, aber es läuft nicht irgendwie. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich so viel Pech habe. Ich habe übrigens Pet auf 1.3 gemacht, war auch sauteuer. Also ich hab so viel Pech momentan, das ist krass. Also wirklich, ja, es ist einfach, es ist wirklich krass. Also ich droppe nichts, das ist das Erste. Ich kriege nicht das, was ich will oder was ich brauche. Erwecken läuft total scheiße, Appen läuft komplett scheiße. Ja. Läuft alles irgendwie nicht gut. So ist das, was wir machen könnten. Oh Gott, das klappt nicht. Warum sind die Scheißviecher so schnell? Dann halt eben nicht. Okay. Ja, ideal. Perfekt. Oh Mann. Weil ich gar keine Power-Ups und so anhab. Ja, blöd. So. Na komm. Alter, diese scheiß Hitboxen, Mann. Nein! Oh, ich krieg's kotzen, scheiß drauf. So, Master, okay. Ja, jetzt müssen wir einfach schnell irgendwie appen. Das wird einfach sauteuer. Und wahrscheinlich komplett Eiskrebs. Genau. Ja, wir profitieren nicht wirklich viel davon, leider. Das ist halt echt ein Problem. Gearscore und so, klar, Gearscore ist heftig. Ringe haben jetzt Eis plus 19, plus 12, plus 14. Ja, ansonsten schaut es aktuell relativ mau aus. Upgrade. Und ich weiß nicht, also wir müssen mal schauen. Also ich meine, Gearscore reicht für Dramnuk zumindest. Jetzt klappt es halt irgendwie. Wow. Dieses Game ist einfach ein lebendes Meme. Okay, also 4000 Gearscore haben wir damit schon mal easy. Jetzt kaufen wir nochmal so 10 davon, 15 davon. So eine Hoffnung, dass es dann halt irgendwie reicht. Brauchen einfach die Effekte für HP und Co., das wäre das wichtig. Plus 7 wäre jetzt halt eigentlich ganz gut, oder? Ja, plus 7 wäre gut. Perfekt, plus 7 haben wir. 4035 Gearscore. HP, Block und Co. Okay, ja. Sockel noch ganz wichtig. Na komm. Falsche Taste. Ups. Genau. So, 3.4. Sockel, okay. Muss ich immer nur beschweren, dann läuft es auf einmal. So, jetzt haben wir wieder nicht genug Karten hier. Alles aufmachen. Und Soul Leeching ist auf alle Fälle schon mal ziemlich geil. Vielleicht können wir sogar ohne Ringmaster leveln. Also ohne Heal leveln. Wäre zumindest mal interessant. So, okay. Achso, Moment. Wow. FP-Karten brauchen wir nicht. MP-Karten brauchen wir nicht. Hä? Oh, wow. Oh, wow. Okay, dann hauen wir vielleicht irgendwie auch mal den ganzen Müll da weg. Brauchen wir alles nicht mehr. So. Schaut doch schon um einiges besser aus, oder? Genau, hier ist gereicht. 60 Master. Okay. Dann gehen wir. Wo gehen wir hin zum Leveln? Wir könnten. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt. Bei den Yetis leveln. Ich glaube, das macht irgendwie relativ wenig Sinn momentan. Genau. Können wir da durch?
Einfach so straight drüber. Ich weiß es überhaupt nicht, wie ich skillen soll. Keine Ahnung. Ach, wir haben vergessen zu erwecken. Scheiße. Nee, müssen wir vorher machen. Wir müssen erwecken. Wir haben gar nichts erweckt. Scheiße. Okay. Genau, also halt idealerweise mal ein bisschen mehr Int und so weiter als letztes Mal. Oder STA ist auch okay. Und Cast vor allen Dingen. Ja, läuft halt wieder super bisher. So. Gaunt. Naja, lass mit Helm beginnen. Helm ist es eigentlich schon easy irgendwie. Scene End. Ich komme diesmal auch nicht wirklich auf Geld oder so. Also irgendwie, es ist so eine Mischung aus, klar, ich spiele zu wenig, aber auch irgendwie viel Pech und so. Und das macht, wow, 190 Attack, aber ich brauche Cast. Oh, 10% Cast. Ich sag's immer wieder, man muss sich nur beschweren. Okay, wie viele Dinger brauche ich noch? Wo habe ich denn das Scrolls? Ich sehe den nicht, Hier, 15. Okay, probieren wir es noch ein bisschen weiter. 10 End, okay. Boots sind halt schon okay und so, aber ein bisschen mehr geht immer. Ja! Unfassbar. Nope. Läuft einfach nicht. Ich weiß, ich habe nicht viele Tries übrig. Ich will halt so. Ich brauche halt irgendwie so ein bisschen was. So eine geile HP Awake wäre auch geil. Ja, wir wasten viel zu viel. Ich weiß es. Ich weiß es sehr gut. Kritschaden. SP. Alles mögliche an Scheiße. Aber nicht das, was ich will. Oder brauche. Gib mir doch einfach AP und Speed und Gutes. Oder eins davon zumindest. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Wrong Scroll, wow. Neun Prozent Crit-Schaden. Ich will da nicht mit 4% Speed rumlaufen. Ja, 13% Crit-Schaden, klar. 9% Crit-Schaden, 2% Speed. Wir brauchen das halt auch zum AOEen. ...350 HP, das ist das, was ich wollte. Okay, so. Speed. Haben wir, Cast Speed. Und jetzt aktuell 70% nur. Noch immer ziemlich bad. Aber zumindest so halbwegs okay irgendwie. So, komm jetzt mich rauf. Okay. Ringmaster. Wo ist das andere Charakter? Hä? Ist im langen Charakter nicht mehr. Egal, wir treffen uns einfach unten. Da ist er. wir sind nicht in derselben Party, das ist schlecht. Oh, die Party hat gerade zufällig einen Platz frei. Moonchild. Perfekt, Skills sind übrigens an. Okay. Wir setzen es, glaube ich, einfach mal Full Int oder so, ja. Ich werde es bestimmt bereuen. Okay, da wir auch dann noch später was farmen wollen, können wir Power-Ups aktivieren. Das war einiges an Power-Ups, können wir aktivieren. 7,6k Attack schon, not bad.
Okay. 8K Attack. Oh. Ach so. Wir sind der Master. Ups. Ja, okay. Läuft gar nicht so schlecht. Parties of Contribution, genau. Und Level Up, okay. Nicht schlecht. Ah, wait, wir können Dinge aktivieren, die Level 60er Scrolls, die haben wir doch sowieso. Hä? Okay. Warum auch immer. Gut, naja, 50% XP sind auch okay. Was ist denn für ein Ding? Ach ja, die müssen wir farmen für irgendwie irgendwelche anderen Quests und so, genau. 62. Sollen wir testen, ob das Ding hier gut weggeht? Oh, lol. Oha, okay. Gibt massige XP einfach. Ja, okay, so kann man leveln. So macht halt Flyfte wieder ein bisschen mehr Spaß. Aber wo kann man auf einmal den ganzen HP hier? Das verstehe ich gerade gar nicht so. Int? Hä? Woher kommen unsere HP? Ich kann es nicht nachvollziehen gerade irgendwie. Warte, warum? Woher? Wieso? Ach, 50% Drop-Event. Oha. Und wie wir Tramlok farmen würden? Ein Gig? Gibt bestimmt gut XP. Leute, 72k Damage? Ach, wegen Levelunterschied. Okay. Ach ja, wegen Soul Leeching, stimmt. 10% Attack statt PvE Damage? Ja, merkt man auf alle Fälle. Okay, das ist geil. Das ist richtig geil. Und nehme einfach mit beim AOE. Ganz egal. Oh, das Ringmaster wird irgendwo lost. Ist ganz komisch, wenn er auf dem Mount ist. Generell irgendwie dann verschwinden die Mobs irgendwie alle. Also dann die sinkt da einfach so richtig extrem. Und Level Up. Und again, One Hit, nice. Okay, das ist super. Ah, Pet ist weg. 8,3k HP wieder, okay. Übrigens ist nur 8% HP Beat drin, deswegen die ganzen HP. Boah. Okay, das ist heftig. Das ist heavy, okay, 68. Schon soweit ganz nice. Knight is looking for a group. Achso, Kalgas. Lol, Kalgas? Ernsthaft? Okay, Kalgas ist heavy. An Tag 4 oder 5? Und wann Launch? Wir haben jetzt Dienstag. Launch war Freitag, oder? Trotzdem extrem. Dark City. So. Okay. Dass der Ringmaster auf dem Mount irgendwie immer langsamer ist, ist echt komisch. Genau, sie müssen halt nur Level 80 erreichen, dann ist halt GG. Ja, also, wie wir aktuell so leveln und so, schaut eigentlich relativ gut aus. 69. Easy, Level 70. Also wir könnten einfach auch durchziehen und weiterleveln und so, aber erstens haben wir das Drop-Event reicht dann eh nicht mehr, aber allgemein. Man droppt halt auf Level 80 mehr, als halt auf irgendwie 90 oder so oder 100 oder wann auch immer. Und mit dem Beginner-Modus ist es natürlich dann trotzdem doppelt geil. Der Drop-Rate ist dann irgendwie, keine Ahnung, 10-mal so hoch. Ja, okay, so übertrieben. Vielleicht 3-mal so hoch oder so, oder 2-mal so hoch. Sind dann unhandelbar und so, okay, aber
Ist ja trotzdem geil. Zu wenige Mobs. Ja, die HP steigen jetzt irgendwie mehr als vorher. Oder? Wobei ich vorher 30k HP gehabt auf Level. Oder über 30k HP mit STA. Auf 120. Oh, by the way. Ich habe was komplett vergessen. Und zwar. 30 und mehr. Oha. Okay. Ah, ups. Ist der Master? Er ist noch ein Master. Lord Buffs? Hat er, okay. 72. Wir gehen trotzdem, oder? Ja, wo gehen wir hin? Da können 3 vielleicht. Wir müssen aber schnell rushen. Das ist wichtig, wir müssen zumindest einen Run halt mit dem Top-Event machen. Genau, das ist mir eigentlich so das Einzige, was aktuell wichtig ist. Der ganze Rest ist halt so, naja, okay, whatever, aber 87 ist zu hoch. 14 Level drüber, kritisch. Das verlaut der schon wieder nicht mehr. Das ist echt nervig. Smalls da hinten. Okay. 9k HP einfach. Weil einfach wegen der Death macht die gar keinen Damage. Das ist halt schon geil. Ach ja, und by the way. So. Ah, weil ich relocked bin. So, mal kurz AOE. Level up, nice. Ich glaube, wir gehen trotzdem zum Captain Center. Macht einfach irgendwie mehr Sinn. Ich überlege gerade, wo die HP herkommen die ganze Zeit. Wir haben halt schon überdurchschnittlich viel irgendwie. Also für Full End. Wirklich komplett Full End. Wir haben nix. Okay, ja, der Stab hat mit 4 STA gesockelt und so, aber sonst effektiv wirklich Full End. Damage Set, Full End. Nix mit STA oder so, außer halt das Pad. Also das Sammelpad. Level Ups. Plural. Noch stärkeres Plural. 76, okay. Das Boss sind zu weit leveln, das wäre halt echt ein bisschen bitter. 389 und... Oh, Master Drum, ein bisschen lustig. Lustig und easy vor allem. Und doch Soul Leeching hat wirklich nochmal einiges einfacher und angenehmer. 77. Okay, die XP sinken schon minimal. Sinken sogar ziemlich schnell irgendwie. Okay, die ganzen Questies, das ist wichtig. Genau. Das ist super. Müssen wir dann Gilde spenden und so, ist klar. 78. Brauchen bessere Spawns. Der Spawn ist ein bisschen besser. Lol, 9,9 KHP. Also normalerweise war es immer damals so, mit einem plus 10er Set und so waren die 10k HP halt gefühlt irgendwie locker machbar, aber ich mag aktuell ein 7er Set mit 5% HP statt 20% HP. Deswegen verstehe ich das gerade so gar nicht. Leute, jetzt 10k HP.
Ja, doch irgendwas kriegen wir noch HP, aber ich verstehe gerade nicht, woher. Also ja, die Power-Ups halt und so. Ja, okay, klar. 30% HP doch Power-Ups. 35%. Das macht schon einiges aus, ja. Aber es ist halt auch nicht so extrem viel, wie ich immer fand. Kann man die One-Hitten? Ich glaube, wir One-Hitten die. Ja, okay, ist anders krass. So, let's go. Tramnok. Ist jemand am Tramnok? Nix Tramnok? Super. Tramnok Master. Was bringt denn echt die Wand? Ach ja, die war ja mehr so. Naja. Warum ist so langsam? 400 Int. Beginner Mode? Ja. So, jetzt bin ich sehr, sehr. Ah, Inventar ist voll shit. Na egal. Wie viel Damage machen die? Oh fuck. Oh fuh. Sind die bei 101? Ah, 101 ist einfacher. Wie viel braucht man? 3 Skills oder so? So. Ja, ist irgendwie sehr unpraktisch, aber. Hä? Ach, MP aus. Nervig. Alter, wie schnell sie gecastet wird, what the fuck? Genau, sie brauchen halt auf alle. Ja, das Blöde ist halt. Das ist, glaube ich, zu schnell oder zum. Wobei. Grenzwertig. Ja, ist nicht zu schnell. Eher zu schnell. Ja. Okay, das AOE sich irgendwie sehr unangenehm. Oh, Leute, sind gerade HP ohne Ende. Okay. Aber 90k Damage. Und wir brauchen halt irgendwie. Gibt's hier noch bessere Schilder oder so als das hier? Bestimmt, oder? Was haben wir hier noch? Expert Accessories, haufenweise. Lol. Die ganzen Möbel und so, die hätte ich noch aktivieren können. Hab ich ja vergessen irgendwie. Okay, es farmt sich halt irgendwie gar nicht mal so gut irgendwie. Ich habe mir gedacht, wir können lock alles tanken und dann am Schluss weg-auen. Aber die machen zu viel Schaden dafür. Das ist echt ein Problem. Problem ist, wir müssen nicht alle killen, oder halt, ja nicht alle, aber halt einige. Für den Killbonus von 15% Droprate dann. Ach, da Difficulty Beginner, 150% Bonus. 10% weniger HP, 75% weniger Monster Damage. Aber ich glaube, das ist nur der Boss dann, nicht die kleinen Mobs. Das ist das Problem aktuell für uns. Ja, oder wir stetten einfach auf Pur End. Auf Pur STR. Und dann weg auch eben. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade wirklich Sinn macht. Ja, gut, ich meine, wir killen die schon einigermaßen schnell und so. Schau mal her, jetzt haben wir schon 46 von 100. Brauchen vielleicht nur irgendwie. So, F8. Genau, dass wir ein bisschen schneller killen können dann.
Na komm, aber geh doch endlich. Mach doch endlich. Ja. Das Ding ist nicht wirklich stark oder so, aber... Na gut, ich meine, wir killen das Ding schnell genug. Man muss nicht alles innerhalb von 5 Sekunden killen. Das sind einfach vielleicht auch die falsche Herangehensweise oder so, gefühlt. Von dem her, ja. Naja. Bei 2 hätten wir die jetzt endlich? Nein, nicht ganz. Wir tourten über fast. Close, very close. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich das Ganze lohnt. Das Problem ist, man kann eine Tram so oft farmen in 8 Runs irgendwie. Also sie haben es letztens, also sie haben es damals mal reduziert, irgendwie auf 5 Runs oder so, jetzt haben sie wieder erhöht auf 8 Runs. Ich verstehe es halt nicht. Es ist halt irgendwie. Ja, ich habe schon so oft kritisiert. Keine Ahnung. Ich finde es nicht gut. Man ist den ganzen Tag halt irgendwie nur am Farmen irgendwie. Lieber halt ein bisschen mit Traubrate zumindest. Und, ja. Was soll ich gerade sagen? Ja, halt, ich meine, man hat eh so viel zu farmen auf Dragon Crusade. Und man braucht halt wirklich nicht diese 8 Runs für Tramnok oder so. Das ist halt einfach übertrieben. Und es ist auch nicht so, dass es halt irgendwie einen Sinn macht oder so. Oder dass es irgendwie, dass man es rechtfertigen könnte von, ja, gibt halt nicht so viel Content oder ja, man muss halt die Spiel ein bisschen beschäftigen und so. Das, finde ich, ist halt nicht mal eigentlich der Fall, weil es gibt halt so viel Content und mit jedem Update gibt es noch mehr Content. Deswegen, verstehe ich nicht. Ein 9% Droprate. Ich habe keine Ahnung, ob das gerade Sinn macht, wenn man die halt überhaupt killt. Kann es sein, dass es halt auch absolut Zeitverschwendung ist oder so. So, ich habe die Buffs entfernt, damit ich dann eben den Tramnok-Buff nutzen kann. Das ist wichtig. 11% Traubrate. Boah, aber ich hoffe, ich fahre mir nicht wieder tagelang diesen scheiß Dungeon. Aber allein diese 8 Runs am Tag fuckt mich halt einfach jetzt schon unglaublich ab. Ich verstehe halt vor allem nicht, jetzt haben die sogar halt was eingebaut, was ich ganz gut fand auch, dass man halt irgendwie einen Killbonus bekommt halt, wenn man halt die Mobs killt und so. Aber gleichzeitig halt dann die Runs erhöhen, das ist halt, what the fuck. Finde ich halt überhaupt nicht gut, also gefällt mir überhaupt nicht. So, man kann halt alles machen, man kann alles mal probieren und so. Und so in Grenzen ist halt alles okay. Aber man kann es auch ganz schnell übertreiben, dass es dann irgendwie wirklich ein ziemlicher AIDS oder ein ziemlicher Krebs draus wird. Weil man krebst ja wirklich schon wieder ewig rum. Also, ich meine, ihr seht ja momentan, was wir brauchen. Wir sind jetzt aktuell 8 Minuten drin, also ungefähr 10 Minuten für einen Run. 8 Tramnok-Runs am Tag sind einfach mal 80 Minuten. Das sind fast 1,5 Stunden Tramnok. In der Geschwindigkeit. 1,5 Stunden nonstop. Also, das finde ich halt einfach scheiße. So, ja, klar, jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen so, ja, man wird nicht gezwungen, das zu farmen und so. So, ja, ist schon vielleicht so. Aber wenn man halt vorankommen will und halt die Sachen ausnutzen will, dann ist man halt gezwungen, effektiv. Droprate. Na komm, letzten 3. Okay, 14 nur? Dachten wir, wären 15.
Eigenartig. So, dann geht's dann ab zum Boss. So, okay. Dann, let's go. Ich hoffe, das Ding killt mich jetzt nicht irgendwie instant oder so. Muss ich irgendwas anmachen? Okay, macht 1000 Damage. Das darf er. 1000 Damage ist okay. Wir müssen nicht mal mehr fooden, weil wir halt Soul Leeching haben. So, Platz machen für die Hunderten an Drops, die wir hier kriegen werden. Stimmt's, Dani? Gleich voll Schmuckset und so. 3,8. Ja, wir könnten, glaube ich, echt, oder? Oh. Okay. Krass. Ja, okay. Zufriedenstellend. Ach so, okay. Ja, wir haben aber auch hier, ja. Das macht natürlich auch noch einiges aus. Den ganzen Müll schon wieder. Wahnsinn. Können wir dann scrappen und so? So. Okay, dann mache ich mal die restlichen, oder? Nehme ich euch nochmal einen Run mit. Ne, ich glaube, ich mache ein Video an und farm diesen Mist hier. Springt ein Upresia Master eigentlich? Exakt das gleiche, oder wie? Hey. Ja, genau. 15, 17, 10. 19, 19, 16. 19% Attack und 10% Attack. Okay, das Ding ist übrigens richtig schlecht. Ich glaube, Pianus war das Beste, oder? War das nicht irgendwie so? Ne, 21%. Hey, normale Pianus. Ne, ich bring. Hey. What? 21%? 24. Habe ich hier gerade nicht irgendwie letztens. Habe ich mich verschaut? Ach, so war Stuff. Ups. Okay. Aminus. Cursed Aminus. Ja, das. Dann wird es halt richtig geil, so mit der Ancient One und so. Okay. Ja, ich mache den Rest erstmal offscreen oder zumindest ein bisschen was und dann später wieder onscreen oder so. Keine Ahnung.